Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cyber Slurve. So, ich habe jetzt meine Digimon ein wenig offscreen trainiert. Wirklich nicht sehr lange, also das waren jetzt nicht mal 5 Minuten. Das hätte ich eigentlich auch offscreen auch machen können, aber meine Güte. So, wir werden als erstes natürlich Tokomon nehmen und wollen daraus ein Patamon haben. Was gibt's noch alles? Wow, was ist das alles? Das sieht interessant aus. Wow, also wir nehmen auf jeden Fall jetzt aber erstmal Patamon. Oh, und die eine können wir sogar noch nicht mehr machen. Davon haben wir, glaube ich, gar nichts. What? Gut. Nehmen wir Patamon. Yes. Toh, come on, digitier zu! Ja, wow, 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 wow! Patamon! Sehr schön, wir haben ein süßes, kleines, klopsiges Patamon. Ich mag es. Okay, ja, ich habe zu viel Party-Memory. Ich muss jemanden rausschmeißen. I'm so sorry, Roman, but goodbye. Du kannst auf die Farm. Zu den anderen. wir können ja Vanya mal mitnehmen. Einfach nur so. House of Reasons. Oh ne, jetzt haben wir auch wieder hier voll, ne? Dann muss ich auch wieder jemanden rausschmeißen. Wir digitieren das erstmal. Das erstmal Mutimon digitieren. Aber der hat nämlich auch sein maximales Level, wenn ich das richtig gesehen habe. Los. Nein, nein. Ja. Was? Not possible? Wieso not possible? Oh, Mutimon braucht quasi noch etwas Friendship. Because of Friendship ist magic. Was machen wir denn da jetzt? Soll ich... Nee, komm. Dann lasse ich es erstmal mit Mutimon. Das machen wir dann später. Ich denke, das ist okay. Leave the Digilab. Yes. Gut. Gut. Da haben wir jetzt... Ja. 3 Rookies bei uns. Und fangen einfach mal an. Wir gehen einfach mal hin. Ich glaube, da lümmelt irgendwie Sexen rum. Ich bin mir nicht sicher. Sind wir überhaupt aufgeladen? Ja, sieht gut aus. Nehmen wir so. Gut. So, Leute. Let's try it. Ich habe ein wenig Angst. Hey, Leute. Was geht ab? Ja, dann bin ich gerade so ein bisschen an German Let's Play. Ich weiß auch nicht, warum. Maskierter Hacker. Oh, wer zur Hölle bist du denn? Ja, come back, Chain. Showing up like this. I'm gonna kick you right on out of here. Ja, der pöbelt uns quasi an, dass er uns in den Arsch treten wird. Wir zeigen ihm die Maske. You've got infinity extra lives. Er hat unendlich viele extra Leben. Oh, was? Was? Du gehörst ja auch dazu? Oh. Ein Neuling? Hast du von irgendjemandem einen Account irgendwie ja, geklaut, gehackt, geradet einfach? Was? Sehr gut! Lass uns das nächste Mal zusammen raiden gehen. Versprochen? Du bekommst... Okay. Du came at a good time. Du kommst zu einem richtigen Zeitpunkt. Gehörst du zu mir oder irgendwie was? Okay, schau mal hier drüben. Das ist Mephisto. Mephisto Boys Anime. Okay, er kauft anscheinend irgendwie alle gehackten Accounts direkt. Was auch immer, High-Checked Accounts. Ich gucke ganz kurz nach, ob es für High-Checked eine Übersetzung gibt. Falls es eine gibt, werde ich sie euch gleich sagen. Sekunde. Mache ich hier mal uns gehen, weil manchmal gibt es auch Wörter, die ich nicht einfach so übergehen kann. Weil das klingt wichtig. Hijacked. Gucken wir mal. Hijacked heißt entführt, gekabert. Ja. Ja. Gag-Account. what? You're off already? Mephisto's a little crazy. So be careful. Okay, er ist verrückt. Wir müssen aufpassen. Hand over accounts now. Gib mir sofort die Accounts. Accounts. Accounts.
Ich möchte über die Account Rates reden. Accounts, oh, ja. Jetzt. Gib sie her. Account-o. Die Accountos. Hä? Was? Nein! Okay. Was? Was hast du dem angetan? Geht's dir gut, Mephisto? Geht alles noch bei dir? You didn't bring it, so give me your account! Okay, wir haben nichts gebracht und wollen, da willst du meinen Account haben? Beruhige dich, Mephisto! You're freaking the newbie out. Ja, schau, du machst unserem Neuling Angst. Wow, ein Krollmon! Ich war auch ein Krollmon! Das ist die Digitation, die Champion-Stufe von Gilmon und Gilmon ist cool. Bond around, sparkling, shiny, new account! Er möchte einen... Oh mein Gott. Ja, er möchte einen seltenen, leuchtenden, scheinenden, wunderbaren neuen Account. Gib ihn mir! What the fuck is going on? Come on, Crowmon! I want you! I love you, Crowmon! What the fuck is going on?! Alles wenig Schaden auf ihn, egal was ich tue. Das ist eben ein Champion. What the freaking actually hell is going on? Wir haben, glaube ich, schon nicht genug Offscreen trainiert. Wolkenopal. Wow, 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 wow. Ist das hart? Ist das einfach mal gerade übelst brutal scheiße hart? Das schaffen wir nicht, Leute. Also wir könnten es vielleicht schaffen, wenn wir uns übelst den Arsch aufreißen, aber mal ganz ehrlich. Du musst dann vom Battle... Ich weiß nicht, wie wir das... mega. Das dauert zu lang. Das schaffen wir nicht. Oder? Wir haben schon fast die Hälfte abgezogen. Moment. Wartet mal. Vielleicht doch. Wartet. Item. Probieren wir uns doch mal. HP-Kapsel. Geht das? Geht gar nicht, ne? Gut, dann bleibt Patamon halt liegen. Gut. Dann würde ich Skill... versuchen, irgendwie seine Defense nach unten zu drücken. Weil da Attackswahrscheinlichkeit irgendwie... Ich lese es gleich nochmal. Alter. Alter, bist du gestört oder was? Gut, jetzt muss ich leider mit Agumon wieder Item einsetzen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Weil sonst Gabumon ein paar ernsthafte Probleme bekommt. Okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Gut. Gut, sehr gut. Mach weiter. Gabumon hätte ich mal... selbst. Wir haben zum Glück genug KP-Kapseln. Gut. Okay, wir schaffen es eigentlich mal doch. Ja, ja, mach dann eine blöde Attacke. So, weil das Skill hat... ach nee, das kann er gar nicht. Na gut. Pepper Breath. Naja. Physical Attack. Physical Attack. Okay, mach mal das. Oh, sogar eine Cross-Combo. Wow, sehr gut. Und wir können nämlich mit Gabumon eine 10%ige Chance, dass wir von dem, die Verteidigung vom Gegner um 10% verringern. Und das ist, denke ich mal, eine Sache, auf die kann man ein wenig spekulieren. Ja, sehr gut. Das bringt kaum was. Das ist sehr gut. Ja, nice try. BH. So, okay, nochmal, ja, Pepper Breath. Sehr gut, den kriegt man down.
Gut, dann heilen wir am besten Gabumon nochmal. Da kann er trotzdem ein bisschen mithelfen. Und XP und so. Ja, mach nur deinen Shit. Komm. Du kannst mir nichts! So. Und. Reicht das Flash schon? Mal gucken. Nee, nicht. Da muss dann wohl doch Agumon ran. Und jetzt aber. Los! Bam! Sehr gut! Tut mir nur leid, dass das Patamon so krass. Oh, Memory Up haben wir bekommen. Sehr gut! Oh Mann, ein Patamon hat gar nichts bekommen. Ja. Hey, Mephisto! Mephisto, Mephisto! Oh Mann. Hä? Hallo? Ah, ich sehe. Es ist alles gut ausgegangen. Das ist ein wirklich interessanter Fall. Du bist ich bin gerade verwirrt. Also, da gibt es Menschen, die Digimon sammeln. Du hier so denken. Glaubst du, das Gegenstück muss genauso wahr sein? Also, dass die Digimon die Menschen sammeln? Ich bin gerade verwirrt. Somehow don't find it strange. And there's Digimon Collection of Humans Accounts Info. Okay, also gibt es wirklich Digimon, die auch Menschen sammeln? Digimon with Collection of Human Accounts. Okay, und sie sind ja verwundert davon. Doch dieser Mephisto. Okay, die Digimon haben irgendwie die Daten von diesen Menschen übernommen und haben ihn irgendwie auch mental, also auch mental übernommen. Und sind selbst das User geworden. I want to check out what affected him. Okay. Also die Sache ist halt die, dass irgendwie die Digimon auch den Typen jetzt übernommen haben und auch deshalb jetzt auch so ein bisschen durchdreht. Come back to the agency. The wheels of fortune ever turning her. You should bear that in mind. Ja. Ich bin Watson. Ja. Oh! Das ist, glaube ich, Geld, ne? Oder nee, das sind Yen. Ich bin verwirrt. Die ganzen Abkürzungen, ich komme mit einfach nicht klar. Okay, wir sollen zurück und ja, wir haben jetzt rausgefunden, dass der Typ so ein bisschen besessen war. Und generell haben wir ein paar Infos zusammengesammelt zu denen. Und die scheinen auch wirklich auch mit diesen Accounts zu dealen und da auch, ja. Die scheinen auch wirklich was damit zu tun zu haben. Wie man unschwer erkennen konnte. Thanks for release the Yamashina account. I was able to bla bla bla, the account info. I found this current address and checked it. Okay, sie hat eine Adresse gefunden, hat sie kontrolliert. I looked into the family data. Some interesting facts came to light. Okay, und sie hat sich auch die Familiendaten angeguckt und da kamen einige interessante Informationen oder Fakten ans Tageslicht. Okay, wir suchen ja nach einem Yuuko Kamashina. Und die Tochter von dem Typen, nach dem wir suchen, ist sie aber nicht. Okay. Hab vielleicht zu viel nachgedacht? Oder sollte ich eher sagen, das ist einfach nur dumm? Was? Also, anscheinend ist es nicht die wahre Tochter, die nach dem sucht. Habe ich das richtig verstanden? For now, let's head to the Yamashina. Okay, wir sollen dort mal vorbeischauen. Bei den Yamashinas. What shall you find in the home of a man who has disappeared? There's only one way to find it out. Okay, was wollen wir finden? Einem Zuhause eines Mannes, der abgehauen ist oder der verschwunden ist. Naja, es gibt nur eine Art und Weise, das herauszufinden. Okay, wir sollen quasi das Zuhause von denen durchsuchen. Okay. Hi, どちら様ですか? Ja, wer ist da?
Konnichiwa. Kochira wa Yamashina-san no gojitaku de machigai nai desu ka? Ja, sind wir hier bei Yamashina richtig? So desu ga, anata gata? Ja, seid ihr, aber wer seid ihr? Ie, jitsu wa hito o sagashite imashite. Shitsurei desu ga, anata no onamae o onatte mo? Ja, wir suchen nach jemanden und sie fragt ihn nach seinem Namen. Watashi wa? Ja, ich bin Makoto Yamashina, aber... Huh! Danke, Mr. Yamashina. Eine weitere Frage noch. Wird someone in this area has gone missing? Might you know what it could be? Okay, wir fragen, irgendjemand hier soll verloren gegangen sein. Und wir fragen ihn danach, ob er wüsste, wer das war. Oder wer verloren gegangen ist. Eine verlorene Person gegangen? Ich habe nicht den leisesten Schimmer, weil hier irgendwie verloren gegangen sein könnte. Ich verstehe. Ja, wir fragen, ob wir auch mit seiner Familie über dieses Problem oder über diesen Vorfall reden dürfen. Okay, und er meinte, dass seine Frau und seine Tochter gerade nicht zu Hause seien. Wir fragen halt eben, wo seine Tochter ist. Papa, was ist los? Ah, du bist zu Hause. Ein gutes Timing. Ja, das sind welche, die halt eben mit dir reden wollen. Okay, das ist meine Tochter, Chika. Hm? Was ist los? Ist das Ihre Tochter, Mr. Yamashina? Haben Sie keine weiteren Kinder? Nein, Chika ist das einzige Kind, welches ich habe. Warum fragen Sie? Wer seid ihr? Sie fragen nach einer vermisstgegangenen Person in dieser Gegend hier. Weißt du, ob irgendjemand verloren gegangen ist? Verloren? Ich habe nichts von einer vermissten Person gehört. Da haben Sie es. Es tut mir leid, wir sind keine große Hilfe. Naja, nicht so wirklich. Danke, dass Sie uns geholfen haben. Wir haben die Information bekommen, die wir wollten. Übrigens, Mr. Yamashina, haben Sie die Befürchtung, dass Ihr Eden-Account gehackt wurde? Eden? You can use it freely now. Stimmt irgendwas nicht, Herr Yamashina? Bitte gehen Sie jetzt! Ja, okay, sie putzt gerade rum. Ja, bitte geht schnell weg, geht weg. Wir wissen nicht irgendwas über eine vermisste Person und bla bla bla. Lass uns gehen, Papa. Okay, da scheint irgendwas im Busch zu sein. That was quite a brush off. Und jetzt, we still got a lot of... Okay, wir haben ein paar Informationen, mit denen wir arbeiten können. Das Chika ist so ein bisschen... Ja. Ja, die große Frage ist halt, ja, was ist überhaupt los? Weil unser Klient tut das, als ob er die Tochter wäre. Ist es aber nicht. Und irgendwie haben die auch total komisch reagiert, als wir sie auf das Eden-Netzwerk angesprochen haben. Ja, die Frage ist natürlich, warum sie das uns gesagt hat. But she wanted to find something out about... What's the connection between the two of them? Ja, die fragt sich halt eben, wie die beiden miteinander verbunden sind. Was sie halt eben mit ihm zu tun hat. Ja, sie kümmert jetzt halt eben die ganze Zeit drüber rum und will das herausfinden. Okay, dann lass uns mal wieder gehen. The client said he's come back for him. Let's have ourselves some coffee. Okay, wir gehen wieder zurück zur Agentur und sie meinte ja, dass sie... Ja, lass uns zurück zur Agentur gehen. Sie meinte ja, dass unsere Kleine etwas mal auftauchen wird und wir gehen einfach zurück, warten auf sie und machen etwas Kaffee. Und wir gucken so, oh nein, ist schon wieder Kaffee. Okay. Da ist sie. Hallo ihr.
Du bist da. Früher als ich erwartet habe. Du bist ein wirklich sehr guter Klient. Ja, bitte setz dich aufs Sofa. Ja, wir haben weitere Nachforschungen angestellt und ich möchte dir halt eben sagen, was wir herausgefunden haben. Ja, und das waren die Ergebnisse unserer Untersuchung. Hacker-Team Lone ist Saxon, was involved in der Account-Welt. Ja, und hat eben diese Saxon-Hacker-Gruppe war daran beteiligt. Saxon. Makoto Yamashina is not missing at all. He's living a normal life, happily with his daughter Chika and his wife, ja. Diesen gewissen Makoto Yamashina geht's halt eben gut, er lebt ein normales Leben und ist glücklich mit seiner Tochter und seiner Frau. I'd like to bring this event to a close, if you don't mind. Okay, ja, wir wollen weiter untersuchen und wenn sie kein Problem damit hat und sie dankt uns. Die Frage ist immer noch, wie jetzt halt die Verbindung ist. Ist ein Problem? Ja, wir fragen sie mal, was sie eigentlich ist. Das würde mich nämlich auch am meisten interessieren. Wer bist du überhaupt? Ich werde wiederkommen. Du bist jederzeit willkommen. Nächste Zeit, ja. Benutze bitte deinen echten, realen Namen. Kamishiro Yuko-san? Mr. Yuko Kamishiro. Okay. Ja, wir speichern das natürlich. Nein, ja. Ja, nein, ja, nein, vielleicht. Ja, vielleicht, nein. Okay. Okay, ich habe keine weiteren Fälle jetzt. Take a few on before Kyoko forces me. Ja, ich soll ein paar Aufträge annehmen. Und unser Device geht an. Mal gucken, ob wir neue Nachrichten haben. Natürlich haben wir neue Nachrichten. Das Device ist ja angegangen. Digiline. Ah, I want to get strong enough to help you. So teach me all kinds of cool stuff. Ja. Ja, er möchte stärker werden, um uns zu helfen. Und wir sollen ihm coole Sachen beibringen. Und wir antworten ganz lieb drauf. Okay, gucken wir mal hier an die Wand. Okay, wir haben zwei neue Cases, zwei neue Fälle. Okay. Wir sollen einen gesuchten Hacker suchen. Und a game, a bug, and implement the job difficulty run. Wir nehmen das hier mal. Was ist das? Game Company, Place Shinjuku, my phone game was released, but there's a really huge bug on it. Ah, please help me. Okay, das ist quasi so real-life-mäßig. Machen wir mal. Wir sollen nach Shinjuku gehen, zu dem Typen, warte mal. Okay, Game Company Employee. Wir gehen da einfach mal hin. Game a bug. Okay, wir helfen da einfach mal. Mal gucken. Oh, ich werde sogar da hingebracht. Okay. Yes. Yeah, sorry. I should have very frightened. Yes. Was? Ja, that's it. Understood. Okay. Goodbye. Ah, du bist spät dran. Wie lange hast du wohl erwartet, dass ich warten werde? That was the boss. Just now. But anyway, I assume you're familiar with the case. Ja. Das war mein Boss und ich gehe mal davon aus, dass du mit dem Fall jetzt hier vertraut bist. Ja. And I'm the hack producer and today is the release of a game app you created. Okay, ich bin der Hauptentwickler, ja, Head oder der Entwicklungsführer und heute soll eine neue App herauskommen, an der wir gearbeitet haben, eine Videospiel-App. When you progress through the game and get to the boss and errors pops up und screen freeze. Okay, wenn man das Spiel spielt und blablabla und zu dem Endgegner kommt, ja, kommt irgendeine Fehlermeldung und der Screen friert ein. Also es hängt sich einfach auf. Oh,
Ich werde dafür gefeuert. Ich bin fix und fertig. So, ich gehe davon aus, dass du ein Cyberslurf bist, also ein Cyberdetektiv. Bitte, ich brauche dich, um diese App ja, zu fixen, zu reparieren. So schnell wie möglich. Oh mein Gott, das ist schrecklich. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Oh mein Gott. Connect Jump und das Stuff Cellphones. Ja, komm, wir springen einfach mal rein und gucken. Ich meine, da muss doch ein bisschen erschrecken, wenn wir da einfach reinspringen, oder? Mal so ganz ehrlich. So, what the fuck is going on? Wow, kleine Pokémons. Pokémon! Attacke! Oh, Patamon ist, am Arsch. Dann sollten wir Patamon, das, welches am Arsch ist, vielleicht mal heilen, ne? Kann man das, offscreen heilen? Oh ne, ist es, glaube ich, wieder voll. Oder? Digimon! Ja, ist voll. Gut. Also nehme ich ein Level ab. Gut. Ich hab kurz geguckt, ob die Aufnahme noch. Ob die Aufnahme noch läuft. Und sie läuft noch. So. Weg, ihr blöden Pokémons! Weg, du, Pokémon! Aua! Yay, yay, yay! Wir haben jetzt einen kleinen Schwänzchen, der noch so wackelt. Voll sweet! Sehr gut. Und Pokémons Scan ist completed. Beinahe. Was bist du? Achso, das ist ein Access Point. Cool. Ich überlege gerade. Ne, komm, wir gehen weiter. Wow! Bam! Okay. Boah, ist das cool, oder? Das ist ja mega. Oh, da ist ein Pokémon, das will mit uns reden. Aber erstmal gucken wir uns die Items an. Oh, zwei Perlen. Die kann man bestimmt gut verkaufen. Und ich habe eine Nachricht bekommen. Gucken wir auch gleich mal nach. Digiline. Dostbad Eden Hackers are kinda scary. Ja, diese Eden Hackers sind gruselig. Und es fragt mich, ob wir Angst haben. Mach dir keine Sorgen. I got my own backup. Both people and Digimon, of course. Ja, wir haben Leute, die uns den Rücken frei halten. Digimon und Personen. Es soll sich keine Sorgen machen um uns. Oh! Lopomon! Nicht Lopomon. Es ist. Doch, Lopomon. Nee, Lopmon. Lopmon war toll. Ich mochte Lopmon. Wow! Natalie! Lopmon-Medaille. Lopmon meine ich. Digimons! Okay. Gut, guck mal, was hier so schönes ist. Oh, drei Topasse. Okay, liebe Freunde. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben. Aber ich sag mal, ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es da ist, die Mail jetzt wieder Digimon Story Cyber Slurf. Und dann reden wir mit Pokémon. Bis gleich. Ne, bis morgen. Bis morgen. Bye.